So. Ja, das müsste, glaube ich, eine eindeutige Sache sein, auch wenn das Elite ist. Ja, das ist eine deutliche Sache, also. Fünf Schaden und er bleibt stehen. Wow. Okay. Okay, der bleibt da wirklich stehen. Hm. Die Frage ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht? Hm. Kann man jetzt sehen, wie man will, ne? Würde ich sagen. Der bleibt hier. Der läuft mal nicht weg. Dass er sich zurückzieht, das würde reichen. Ja, das reicht. Ich habe mir schon gedacht, dass ich ihn da nicht rauskriege. Ich hab's mir schon fast gedacht. Okay, aber es hat mich trotzdem wieder einiges gekostet gerade. Aber in Ordnung. Das könnte ich machen. Okay, nach Bastion hier traut er sich nicht. Aber ich sehe, was er vorhat. Ich sehe, was er vorhat. Erstmal machen wir hier ihn platt. Ich würde sagen, hier hin und dann schicken wir den Panzer gleich damit. Ja. Wir haben ja wieder massenhaft Zeit, um unsere Züge zu machen. Wir haben auf jeden Fall das Gebiet da unten zugemacht, was schon mal gut ist. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier zumachen. Der will hier den Kessel aufmachen, das sehe ich, ja. Das darf ich nicht zulassen. Also du hier hin. Du hier hin. Und du kommst jetzt hier hin. Und dann gucken wir, dass wir hier zumachen noch. Ja, was er da macht, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich krieg den nicht da rein. Okay, komm mal hier hin. Krieg ich vielleicht den Panzer da rein? Was die Überlegung wäre. Der da unten bleibt auf jeden Fall mal so, dass der nichts da vorhaben kann. Hier aus. Ja, setzen wir mal hier hin. Und ich würde sagen, der Kessel ist jetzt gut zu, der kommt dann nicht einfach so hin. Den Elitepanzer haben wir da oben ordentlich geschwächt. Und
Können wir in der nächsten Runde. Der hat nur noch 2 Stärke. Ja, wir passen, würde ich sagen. Erstmal. Ja, können wir eigentlich passen, weil. Könnten den hier verstärken. Wäre eigentlich nicht so verkehrt. Obwohl, nee, brauchen wir nicht. Da kommt er nicht so rein. Nee, kommt er auch nicht. Verkehrt wäre es natürlich nicht, ne? Wir machen das so, ja. So. Ja, ich kann hier nichts machen. Direkt darüber? Von da oben einfach darunter? Ja! Nicht auf den Elite, aber auf ihn. Und das hat ihn jetzt übelst wehgetan, würde ich mal sagen. So, was kriegen wir aus der Stange? Infanterie. Aber das ist gar nicht so schlecht eigentlich, weil dann können wir hier verstärken und haben hier nochmal eine anständige Verstärkungstruppe. 21 Points, schon mal gut. Die sind weiter abgeschnitten, kein Problem. Wir werden hier hingehen. Hier hin. Bastion hier halten. Hier oben werde ich das jetzt gleich ein bisschen ändern, weil Leech will ich. Leech darf nicht fallen. Und kann. Okay, ich sehe schon, was kommt. Das ist jetzt eine Brücke, da muss ich mir keine Sorgen machen, aber Bastion hier. Da ist er scharf drauf, ja. Hier oben, ja, die sind nicht stark vertreten, darf man nicht vergessen. Den Angriff hier oben reinführen, können wir nachher mal machen. Wir verstärken mal hier. Und dann, ich denke, ich habe genug Zeit und dann kann ich hier kurz einen Austausch machen. Das ist eine Brücke, das ist nicht so schlimm. Das hier ist heftig. Der will da rein, ja. Das sind zwei üble Verbände. Das sind zwei ganz, ganz üble Verbände. Das hier ist eine Brücke, das ist nicht so tragisch. Warten wir mal. Das ist eine Brücke. Ist das auch eine Brücke? Das ist auch eine Brücke. Okay, da kann nicht so viel passieren. Ich würde gerne was anderes machen. Ja, wir gucken, wie wir die da rauskriegen. Jawohl. Elite-Panzer vernichtet. Perfekt. Und du bleibst hier und dann machen wir hier eine. Machen wir das so. Doch nicht in Ordnung.
Ja, aber der muss da rein, weil sonst haben die jetzt hier gleich nachher richtig Probleme. Was? Nee. Tut mir leid, aber das mache ich jetzt noch einmal, weil das geht gar nicht. Also das ist ja wohl ein Witz auf offenem Gelände gegen einen Panzer. Und ich krieg 3 Schaden. Ey, nee, nee, okay, gut, nee, also da... Da werden wir das jetzt... Nee, das machen wir nochmal. Nee, das sehe ich nicht ein. Nee, also das ist ein Witz. Das ist einfach witzlos. Nee, tut mir leid, Leute, aber das ist witzlos. Nee, also das mache ich jetzt nochmal, weil das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Infanterie-Elite hin, Infanterie-Elite her, aber nicht... Nee, nee. Also nee, ganz sicher nicht, nee. Da... Selbst das ist ein Witz. Aber gut, lassen wir es mal so stehen. Aber es ist echt schon ein Witz. Hier ein großes Plus. Schick dich hier hin. Darf mich jetzt hier locken lassen, weil dann kommt der Brite darüber und dann habe ich richtig Probleme, weil der hat auch richtig starke Einheiten. Ich muss es so nach Punkten machen und das sieht gut aus. Könnten wir es dann haben. Wir müssen dann halt einfach nur irgendwie durchhalten. Ja. Die sollten das schaffen. Die sollten das auch noch irgendwie durchkriegen. Mit Ach und Krach. Nee, bleib hier. Ihr bleibt auch hier, dass da nichts passiert. Obwohl, wir hätten die Versorgung. Ich muss mal gerade gucken. Supply. Wäre hier gewährleistet. Also. Dann machen wir das so. Ich habe keine Lust, dass der mir hier 10 Einheiten bindet. Unnötig. Und er haut ab. Sehr schön. Ho! Heftig. Bin ich gespannt. Ja, toll. Was macht er? Ich gehe da nicht rein, das wäre totaler Selbstmord. Weil ich müsste dann... Die Runde würde nicht reichen, ich müsste dann eine ganze Runde nochmal das halten, das war es damals auch so. Deswegen wäre das totaler Selbstmord, da reinzugehen. Das hier ist eine Brücke, oder? Nee, das... Oh, Moment, das ist auch eine Brücke, sehe ich gerade.
waren das so. So. Wir lassen das so. Ja, jetzt haben wir wieder... Ja, keiner kann was bewegen. Oh, er bewegt sich jetzt hier. Dann rücken wir nach. Ja, ich würde sagen, es gibt nichts mehr zum Rücken. Ey, guck mal, was du hier noch an Zeit hast. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist echt der helle Wahnsinn. Okay, es hat noch nicht gereicht, ne? Fuck. Es hat wirklich noch nicht gereicht zum Kotzen, ey. Ja, das habe ich befürchtet. Das ist genau die Scheiße, wo ich befürchtet habe. Der wird mir einen Panzer vielleicht sogar nicht einer da klemmen. Genau die Scheiße, wo ich befürchtet habe. So. 29, ja. Das ist genau das, wo ich die ganze Zeit befürchtet habe. Ja, Panzer zu spät aufgefrischt. Ja, er kann damit noch eine Einheit natürlich rein. Jetzt ist halt die Frage, was mache ich? Ich damit ziehen und mach den mal hier zu. Oder sage ich Scheiß auf das Gebiet? Erstmal. Zieh mich hier zurück, er hat sich jetzt eh bewegt. Krieg ich dafür Punkte? Ja, wie heißt diese Stadt? Vergomont. Vergomont. Uninteressant. Okay. Weil diese Stadt uninteressant ist. Das Problem ist, interessant ist es für hier, ne? Wie ist momentan hier der Supply-Zustand? Ey, die Scheiße ist, dass der mir mit so einer 0815-Einheit da reingegangen ist und das geklemmt hat. Ist das hier eine Brücke, meine Freunde? Das ist eine Brücke. Dann ist die Überlegung vielleicht, das hier sogar so machen. Was ist denn jetzt los? Willst du mir sagen, dass das hier eine Brücke ist? Das ist eine Scheißbrücke. Also dann ist die Überlegung, hier zurückzuziehen. Dann müssen wir hier sterben. Ja, die zwei Verluste sind zum Kotzen, ne? Die regen mich richtig auf jetzt. Aber richtig bringen die mich jetzt auf die Palme. Weil das niemals hätte passieren dürfen. Wie kann es denn bitte sein, dass so eine scheiß Einheit mir so Schaden machen kann? Das ist doch ein Witz. Ey,
das ist offenes Gelände gegen Infanterie. Ich glaube es einfach nicht. Ja, ob ich das Gebiet jetzt halte oder nicht, spielt keine Rolle. Ziehen wir uns hier zurück, was soll's. Naja, mir bleibt da nichts übrig, weil... einfach nicht zu fassen. Nicht zu glauben. So, wir machen das. Ja. Obwohl, wir können das eigentlich hier auch so lassen, weil da kommt er eh nicht hin. Nee. Jetzt sind die Infanterie hier vor. Wir müssen gucken, dass wir das hier zumachen. So, hier hin. Na gut, das ist keine Gefahr. Das hier ist eine Brücke. Also wenn er hier was wagt, viel Spaß. Hier hin. Ja, ist toll. Jetzt geht die Zeit natürlich rum wie im Fluge. Ist doch echt nicht dein Ernst. Ja, diese scheiß Elite-Infanterie-Einheiten, ey, total überpowered hier angegangen. Ja, das war nicht gerade clever, ne? Das Gebiet ist eigentlich immer noch mir. Ich glaube, jetzt habe ich's. Ja, das Gebiet ist immer noch mir. Ist immer noch blau, ja. Weil das hier hart umkämpft ist und meins ist. Sehr schön. Ja. Da hatte dieser Panzer nichts geholfen. So, dann müssen wir doch mal gucken, was wir jetzt noch so Schönes machen können. Jetzt hier hingeht. Ja, wäre natürlich problematisch, klar. So, Verstärkung der Infanterie. Wo wäre es sinnvoll? Ja. Ja, auf jeden Fall hier. Muss ich mir das Supply mal hier angucken.
Also es ist nichts abgeschnitten, ich muss mich hier jetzt um nichts groß kümmern. Man könnte ihn hier abschneiden, klar, aber was hätte ich davon? Nichts. Nee, das wollte ich gar nicht. Dann in der nächsten Runde, Moment, bin ich durch. Muss die Runde jetzt irgendwie nur überstehen, ohne irgendeinen scheiß Verlust. Das wird mir jetzt hier nicht mehr passieren. Hier oben auch nicht. Und hier wird auch nichts mehr groß passieren. Das müssen wir einfach nur unsere Schäfchen ins Trockene bringen. Ja, das mit der Maß, das ist einfach nicht möglich. Das kann ich mir nicht vorstellen, wie das gehen soll. Das Gute ist, dass ich halt echt nicht über die Maß gegangen. Was? Warum kann denn der jetzt mit den Briten darüber? Was? Ich war doch gar nicht an der Maß gewesen, oder? Hä? Was zum Geier ist denn jetzt hier los? Was soll denn das jetzt bitte? Was ist denn jetzt hier bitte gerade los? Okay, jetzt fühle ich mich verarscht. Jetzt fühle ich mich voll verarscht. Ich habe das scheiß dumpfe Gefühl, dass ich noch eine Runde da dann noch durchhalten muss. Och nein. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst, das hier mit den Briten. Ja, ich bin jetzt total verwirrt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Normalerweise dürfte er die Briten jetzt hier gar nicht drüber bewegen. Ja, da keine Chance. Ich sag ja, dass er keine Chance hat. Ich muss hier gucken, dass ich diese Blindlinie gleich nochmal aktiviere. Muss ich aber am letzten Zug machen. Ich könnte, Moment, das wäre eine Idee. Ja, ist okay. Das ist eine Idee. Den hier abschneiden. Und der könnte nichts dagegen tun. Groß. Nö. Aber er kann natürlich jetzt hier wieder 10 Kilometer laufen. Es ist doch unfassbar, wie weit er jetzt laufen kann schon wieder. Aber wenn er mich hier das abschneiden, ist jetzt eh eigentlich spielt keine Rolle mehr. Was
mich halt aufregt, dass der mit dem Briten jetzt hier rüber darf. Das ist nicht in Ordnung. Das ist jetzt hier eine Überlegung natürlich, weil wenn er jetzt hier eh mit dem Briten rüber darf. Und die Versorgung wird sogar hier gewährleistet. Aber warum darf der mit den Briten da jetzt rüber? Wie gesagt, Versorgung ist gewährleistet, kann er nichts machen. Gut. Muss ich mich hier nicht grämen? Ja, regt mich aber trotzdem jetzt tierisch auf, ne? Weil das ist nicht in Ordnung. Das mit den Briten ist jetzt absolut nicht okay. Okay, ich passe, weil jetzt gucke, dass ich vielleicht in der nächsten Runde die dann doch noch irgendwie frei kriege. Was aber eigentlich keine Rolle spielt, ob die jetzt da unten frei sind in der nächsten Runde oder nicht. Es müsste eigentlich reichen, um jetzt den Sieg zu kriegen, sogar nach Punkten. Ja, und es hat gereicht, sogar nach Punkten. Aber es ist halt schon krass, warum der mit den Briten sich jetzt bewegen durfte. Ich verstehe es nicht. Ich habe 43 Punkte, habe ich geholt. Wunderbar. Aber das habe ich nicht verstanden jetzt. Muss ich mal nochmal vielleicht irgendwie durchlesen, dass vielleicht die letzten zwei Runden die Briten dann doch sich rüber bewegen darf. Egal, ob der jetzt an der Mars war, weil ich war nicht an der Mars. Ich war nicht an dem verdammten Punkt gewesen. Dann bin ich mir sicher, also. Ich muss das nochmal wieder angucken, ob ich da irgendwann an der Mars mal kurz war, aber ich war da nicht. Ich habe das hier extra dann nach Punkten gemacht. So, okay. Gut, das ist jetzt so ein Ding. Jetzt kann ich hier leider nicht rein. Ach komm, warum darf man jetzt hier nicht das sehen? Gut, Leute, das war's dann von dieser Schlacht von, mal gucken, wie heißt das Ding nochmal? Resume. Ja. The Endgame. Um Bastion, ja. Ja, es ist spitz auf Knopf gewesen. Es war spitz auf Knopf, hat auch. Der hat unten zwei starke Panzer gehabt, aber ich habe halt. Dadurch, dass ich immer unten diese Stadt Avalon, oder wie die auch heißt, immer wieder blockiert habe, habe ich halt immer wieder. Konnte halt die Panzer erst eine Runde immer später dann einsetzen. Und dann konnte halt nur noch ein, zwei Züge mit denen halt dann noch groß machen, halt auch. Das hat gut geklappt, unten ihn zu blockieren. Und wenn er unten alles aufgestellt hätte, wäre früher oder später Bastion gefallen. Da hätten sie auch die Panzer da drin nicht mehr geschafft. Die hätten vielleicht jetzt noch diese Runde standgehalten, aber das wäre auch eine knappe Kiste gewesen, mit Sicherheit. Weil dieser eine Elite-Panzer hat man hier oben gesehen, wie ich da reingegangen bin, ey. Wahnsinn, ein Panzer, wie der meine anderen Panzer da buchstäblich fast zerlegt hat. War wirklich nicht mehr feierlich. Gut, Leute, das war's von dieser Schlacht. Wir sehen uns dann bei der nächsten Schlacht wieder. Dann... wie immer mit den Alliierten. Bis dann und ciao.